Bruder, hast du schon mitbekommen eigentlich? Was mitbekommen? Es hat sich einfach ein neuer Berliner in die Stadt getraut. Ein neuer Berliner in unsere Stadt Wien? Was meinst du damit? Was meine ich wohl? Ja, ich weiß nicht. Sag jetzt, Bruder. Einfach ein neuer Burger. Ein neuer Burger in unsere Stadt? Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen zu dem ersten Mal letzten Video aus Vienna, weil wir werden nach Berlin fliegen. Und zwar genau morgen. Und wenn ihr dieses Video seht, solltet ihr ganz schnell auf Instagram schauen, weil vielleicht könnt ihr mich heute in Berlin treffen. Aber bevor wir nach Berlin fliegen... Ich habe dein Leben kurz gerettet, es ist rot. Wieder. Wir haben mitbekommen, hier ist ein neuer Berliner Burger in der Stadt. Randy, Alan. Wir werden diesen Burger jetzt probieren. Und wenn der nichts kann, dann muss der wieder verschwinden. Aber mal ganz kurz Spaß beiseite. Wetter in Vienna, 10 von 10. 10, ne? 10, Bro. Es sieht zwar wärmer aus, als es ist böse kalt. Und ja, ich habe eine Regenjacke an und es sieht nicht nach Regen aus. Ist egal, Zähne putzen sehen, alles sehen. Wichtig auch noch für euch, Randy ist ab jetzt official affiliate on the Twitch things. You get me? Seit vorgestern. Kommt man so ins Berghain, Chat? Schaut da rein, Discord, alles. Ich verlinke euch mal alles unten. Ihr müsst nicht mal subben. Hier ist es nochmal für euch. Alan sagt, es schmeckt gut. Eins in den Chat. Ah, das ist ja nicht Twitch. Okay, eins in die Kommentare. Ich sage, es ist gut. Schreibt mal wirklich in die Kommentare, was ihr zum rosanen Red Bull sagt. Ganz kurz für alle, die in Zukunft mit Randy bei Twitch Among Us spielen. Ich habe hinter die Kulissen geschaut. Randy ist ein schlimmer Junge. Was geht bei euch? Gerade fertig bei Ente. Bei dir? Bei Ente? Fertig bei Friseur. Ich fahre jetzt kurz zu Shiso. Wie lange brauchst du bei Shiso? Nicht lange. Bro, ja? Ich kann nicht mit der Bahn fahren. Warum? Ich sehe gerade, beide fahren in dieselbe Richtung. Garay. Dann hier wieder hoch. Ja, hoch und... Adi, die Vecchi. Oh mein Gott, fahren wir mit dieser Straßenbahn jetzt. Hey, Ladies and Gentlemen, ich bin auf jeden Fall noch nie in der Straßenbahn gewesen in Wien. Das ist mein erstes Mal. War auch noch so eine old-ass Straßenbahn. Nee, ich finde das gerade richtig interessant. Das ist auch so eine richtig alte Straßenbahn. Ich fahre nur Uber sonst. Stolz auf mich, dass ich jetzt in dieser Straßenbahn war. Das ist wirklich aber auch crazy, weil ich jetzt, ich wohne seit wann wohne ich hier? August 2022? Ja. Damn, ich sollte mich schämen eigentlich. Was geht denn? Sind wir gerade im 6. oder? Wir sind bei dir in der Nähe. Ja, Bro. Das geht. Hey, wie geil ist dein Rucksack aber? Wow, herzlich willkommen in Leroy in der Show, Ladies and Gentlemen. Was soll der sagen wir zum Geburtstagsvlog? Ja, der war stark. Was macht ihr jetzt? Wann geht ihr? Wir gehen zu Shiso. Shiso? Ja, warst du da schon? Nice. Ja, das ist nice. Ich war schon ein paar Mal dort. Und? Guter Burger, also kann man nichts sagen. Ich habe ihn das letzte Mal gegessen nach unserer Geburtstagsfeier. Da kann er mir gut sein. Wie lange hast du denn gefeiert? Welche Weise? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also. Kannst du mal kurz sagen, wo wir uns hier befinden? Wo ist Shiso Burger? Theobaldgasse. Shiso Burger ist genau hinter dir, Bro. Das ist Shiso. Ach so, ich kann. Ja, ich kann das nicht lesen. Da steht Shiso? Ja, klar. Ach so. Hast du das am Gym gehabt, oder? Ja, ja, koreanisch. Koreanisch? Ja, Lukas? Ja, Randy, was geht? Nichts, ich bin genau vor Shiso Burger. Ich gehe jetzt schnell rein, esse den, dann komme ich. Okay, passt gut. Ja, ja. Dann bis gleich. Bis gleich, ciao. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Shiso? Ich weiß nicht, ob da Shiso steht, aber ihr könnt mir gerne mal an alle Koraner, an alle Japaner, Chinesen, ich weiß nicht mal, was für eine Schrift das ist. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zu Shiso Burger und wenn sich ein Berliner nach Wien traut, muss dieser Burger jetzt auch gut sein. Sonst musst du wieder gehen. Weißt du, was ich meine? Das glaubst du. Halt. Der muss sonst gehen. Der kann hier nicht in unsere Stadt einfach so kommen. Nie. Nie. Ich finde den Eingang sehr stark. Oder? Warum? Weil es eine Wohnung ist. Ey, eigentlich kann man hier drin essen, ist ja übel nice. Boah, hier drin ist schon nice. Darf man hier drin filmen? Ja? Ja? Super. Ja. Ihr seid aus Berlin, oder? Wir kommen aus Berlin, ja. Herzlich willkommen. Ihr seid auch aus Berlin, oder? Nee, wir sind aus Wien. Ich glaube aber fast, ich würde, glaube ich, diesen hier einen Platz nehmen. Ja? Ja, oder da am Fenster. Unmöglich, oder? Bruder, es geht hier ums Licht. Ich bin hier nicht für Spaß. Wie bitte? Aber gutes Essen haben wir auch. Aber ja. Ich bin hier für die Burger. Wollt ihr dann passen? Ja. Also eine Sache muss ich ja schon mal sagen, diese Sitzplätze sind irgendwie cool, koreanisch. Ja.
Was ist Shizu? Ist das koreanisch? Was ist das? Klar. Ist das koreanisch, Shizu? Japanisch. So, Ladies and Gentlemen, ich muss sagen, Personal, nett. Die haben Respekt, wenn die schon nach Wien kommen. Berliner. Spaß. Jetzt mal Spaß beiseite. Wir waren ja schon mal bei Shizu. Ich weiß noch, dass ich glaube, also ich habe so im Kopf, ich bin mir nicht sicher. Was, Bruder? Dass mir dieser Burger geschmeckt hatte. Irgendwie mal was Neues, was anderes. Wir haben einen Hamburger, Cheeseburger, Shizu-Burger, Salmon-Burger, Toad-Burger, Veggie-Burger, Ebi-Burger, Bulgogi-Burger, Chili-Lemon, neuen Burger. Also eine Auswahl, die sind ein bisschen anders, weil ich glaube, dass die diese weißen Buns benutzen und sowas. Jetzt die Frage, Herr Alan, was sagst du? Soll ich wieder so einen Classic-Cheeseburger nehmen oder soll ich einfach mal freestylen und das nehmen, worauf ich Bock habe? Bro, wir machen immer den Classic-Cheeseburger. Heute machen wir mal. Dann weiß ich jetzt schon, diesen Burger hier. Chili Lemon Burger. Der hört sich sowas von geil an. Was ist? Du wirst lachen, ich war schon einmal hier. Hast du ihn gegessen? Und meine allererste Wahl war genau dieser Burger. Mein Bruder. Das sieht er. Wo ist dieser Elias? Kurz am WC. Kurz, das ist schon ziemlich lang, vielleicht macht der Kacke. Wo warst du? Schon. Ah, okay. Danke. Hände waschen, weil wir eine Burger essen. Und du hygienisch. Hygienisch. Also nicht den vegetarischen, mit dem vegetarischen habe ich zum ersten Mal gehabt. Der Pilz, der ist super wässrig. Also ja. Der ist nicht so gut. Aber hätte ich ihm auch sagen können, dass man vegetarische nicht nimmt. Okay, wir spielen jetzt ein Spiel. Welchen würdest du sagen, habe ich gewählt von den ganzen Burgern? Alles klar. Deswegen sind wir Freunde, Bro. Krass. Krass, dass er das richtig hat. Boah, woher wusstest du das? Wir sind Freunde, Bro. Welchen würdest du nehmen? Cheeseburger. Cheeseburger, Klassik. Das ist gut. Yeah. Das ist gut. Yeah. Oder so Chili, oder essen wir drei oder nur zwei? Essen wir zwei. Fastet. Was mit dir gemacht, ne? Fast nicht, ich muss arbeiten. Wenn man arbeitet, wenn man reist, wenn man krank ist, wenn man schwanger ist, muss man nicht fasten. Das sind Freunde, Bro. Cheeseburger. Oder Chili Lemon. Nee, nimm du Cheeseburger. Ja, weil er hat Bulgogi. Ja, passt. Okay. Ja, das wäre ganz geil. Das wäre super nett. Ey, ganz kurz, die haben mich gefragt, ob die das Licht einschalten sollen. Wie nett sind die aber? Das sind Freunde, Bro. Darf man dich nicht sehen, oder was? Ich kann mich auch kompensieren. Okay, wir nehmen auf jeden Fall einmal einen Cheeseburger. Was willst du? 160, 110? Der Geschmack ist derselbe, es kommt darauf an, wie viel du bereits gegessen hast. Magst du eine Sättigungsbeilage wie die Pommes oder lieber das kleine Knackiges dazu? Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall den Cheeseburger 160 und dann nehmen wir den Chili Lemon Burger auch 160. Das sind Freunde, Bro. Ich kann den Pineapple Milkshake sehr empfehlen. Pineapple Milkshake? Mint. Ah, dann will ich den und das Wasser nicht. Ananas nehme ich meine Lieblingsfrucht. Super. Hast du auch Hunger? Der Mann fast. Ich habe eine lange Stunde. Stark. Auch stark. Auch stark. Wow, Beile. Naturtrübe Apfelschorle. Ja. Das Glas ist was? Eine Maske. Sehr? Das ist ein richtig geiles Glas. Einer ist wieder in der Beziehung. Hast du Freundin? Nein. Nee. Wir haben hier Pineapple Mint Shake, Bruder. Finde ich lecker. Dankeschön. Schmeckt sehr minzig, oder? Oh, das ist das geile Gewürz, gell? Genau. Warum habt ihr das abgeklebt? Damit man dafür keine Werbung macht. Okay. Ich glaube, weil die hat jetzt gefragt, ob wir noch Edamame möchten. Die haben wir nicht bestellt. Kuss geht raus an Shizu Burger. Edamami, Edavater. Digga. Yeah. Wie habe ich das hinbekommen? Es gibt Leute, die essen das ganze Ding, weil es gibt nur zu wenig Salz. Ich sag doch, da ist irgendwas nicht richtig an dem Edamame, oder? Ich habe schon gedacht, ich bin so ein Edamame-Anfänger. Finger gebrochen beim Edamame-Essen. Dankeschön. Ich habe einen Chili-Lemon-Burger. Zwiebel sehe ich. Feldsalat oder ist das Feldsalat? Nennt man das Vogelsalat. Vogelsalat. Tomate, Zwiebel, Essiggurken. Koriander und Cheese. Das Fleisch kann man eigentlich medium oder well done bestellen. Geil aus eigentlich mit dem weißen. Ich finde auch. Für einen Burger? Cheeseburger. Es ist eigentlich genau das gleiche, außer das Fleisch ist anders und kein Koriander. Okay, in diesem Sinne, bon appétit, Monsieur. Ja, geil, ne? Das Fleisch ist auch extrem gut. Danke. Feed me like your son. Cute. Das Fleisch ist sehr, sehr saftig. Auch meiner schaut etwas saftiger aus, oder? Bei Elias ist das Fleisch noch ein bisschen mehr rosa. Hast du für dich medium gesagt? Nein. Wie kann das sein, Shizu? Because they know me, son. Okay, starker Spruch. Also Fleisch saftig, Ingredients eigentlich gut verteilt, die Soße schmeckt sehr, sehr geil. Es ist ein solides Ding, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir haben wirklich, dieser Burger taugt mir richtig gut. Ist auch geil, weil es so zusammengeht und so
Schön smooth. Good construction thing. Alan, wie lange hast du noch? Gleich, 10 Minuten. 10 Minuten? Du musst den auch probieren, wir warten kurz. Du musst den probieren, der schmeckt richtig gut. Oder soll ich dir einen bestellen? Ja, wir nehmen einen mit einfach. Okay. Ja, wir nehmen einen mit. Ich bestell gleich noch. Ja, mach gleich. Weißt du, welchen willst du? Normal oder? Lemon. Aber ohne Zwiebel bitte. Und ohne Tomaten, oder? Ohne Zwiebel, ohne Tomaten. Ohne Zwiebel, ohne Tomaten. Also der Mann will gar keinen Burger. Ja. Ohne Zwiebel, ohne Tomaten und das Fleisch medium. Jetzt kriegst du die 10 von 10, glaub mir. Am Ende des Tages muss ich sagen, es ist ein Experiment, das Ding hier, aber ich habe immer noch dieses Burger-Feeling. Es schmeckt nach Burger, es schmeckt gut. Es ist auch leicht scharf. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, Bruder. Eine hat ganzen Burger auf einmal gegessen. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist eine geile Idee gewesen. Sieht man, das ist geil. Richtig scharf. Doch, das ist super scharf. Ich finde auch, da ist nicht zu viel Soße, nicht zu wenig Soße. Ladies and Gentlemen, Shizu Burger. Herzlich willkommen in Wien, ihr seid Randy approved, ihr dürft hier sein. Who the fuck is that guy? Wir müssen den Mietvertrag doch nicht auflösen. Danke. Ich finde auch, der Laden sieht cool aus, er ist mal was Neues. Sitzbänke sind cool, du musst hast einen geraden Rücken, du sitzt entspannt. Die Pommes, ich finde sie geil. Nur ein bisschen mehr Salz drüber, für mich könnten die noch ein bisschen länger drin bleiben, aber ansonsten geil. Ich finde sie geil. Was ist? Bruder, bitte, Chat, hat Randy ein Salzproblem? Sind wir uns einig, dass Randy ein Salzproblem hat? Nicht nur ein Salzproblem, der hat mehrere Probleme. Ich glaube nicht, er hat sich nicht so wienerisch angehört. Nee, das ist keiner von uns. Wie heißt der Chef? Timmy Turner? Timmy. Super Typ, super Chef. Ist dein Nachbar? Ja. Sag mal deine Adresse. Spaß. In diesem Sinne. Zu leid. Ist aber mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. So. Berlin. Berlin Burger. Boah. Mega. Ja? Mega. Mal was Neues.